Hallo und herzlich willkommen im Wald. Was noch aussteht, habe ich ja versprochen. Eigentlich wollte ich das ja letzte Woche schon tun. Ich soll euch noch meine Meinung zur Zecke sagen, beziehungsweise wie ich mit der Zecke umgehe. Gut, machen wir. Also, erstmal so ein paar Worte zur Zecke an sich. Wenn wir in Deutschland von der Zecke sprechen, dann meinen wir den gemeinen Holzbock. Das ist so die typischste Zeckenart, die es bei uns so gibt. Da muss man zum gemeinen Holzbock sagen, die Männer sind das kleinere Übel, weil die brauchen tatsächlich nur zu ihrer Ernährung, bis sie ausgewachsen sind, also noch im Larvenstadium eigentlich, nur da wirklich Blut. Sobald sie ausgewachsen und geschlechtsreif sind, essen sie gar nichts mehr, suchen nur noch nach Weibchen, pflanzen sich dann erfolgreich fort, meistens erfolgreich, tatsächlich funktioniert das bei denen irgendwie fast immer, anders als bei uns. Und verrecken dann wieder. Also das ist ein relativ unerfülltes, andererseits wahrscheinlich ein schöner Tod, ich weiß es nicht, aber ein doch eher unerfülltes Leben als ausgewachsenes Spinnentier im Fall der Zecke. Oh Gott, meine Fresse, Insekt. Die haben ja 8 Beine, übrigens auch erst im adulten Stadium. Solange es noch Larven sind, haben sie tatsächlich nur 6. Gut, aber das ist so viel zum Leben der männlichen Zecke, das ist also weniger schlimm, weil die erstens weniger Blut saugen, an weniger verschiedenen Tieren Blut saugen und damit das Infektionsrisiko an irgendwas zu erkranken, weil darum geht es ja letztendlich, das kann ich ja glaube ich schon mal vorwegnehmen, bei den männlichen Zecken nicht so hoch ist. Wenn ihr also eine kleine Zecke habt, ist es tatsächlich weniger dramatisch, als wenn ihr eine sehr, sehr große Zecke habt, wobei der Unterschied ist nicht sonderlich groß, also die Zecke schon, aber der Unterschied vom Infektionsrisiko her. So, dann die Frauen sind die Bösen, das ist wie im Leben. Jetzt meine 8% Abonnentinnen sind jetzt bestimmt böse. Wie dem auch sei, jedenfalls die Frauen sind halt deutlich größer, können erheblich länger saugen. Und je länger die Zecke saugt, desto höher ist das Infektionsrisiko, wenn sie dann irgendwelche Krankheitserreger dabei hat. Damit sind also die Frauen wirklich das größere Übel. Insbesondere, wenn man die Zecke erst spät bemerkt, hat eine Frau zu diesem Zeitpunkt schon deutlich mehr gesaugt. Am Geldbeutel, am Mann, am Blut, als das eben bei den männlichen Zecken der Fall ist. Gut, die Frauen werden auch eben deutlich größer, damit sie eben auch mehr Blut aufnehmen können. Und wenn ihr mal bei irgendwelchen Tieren, Hund, Katze, was auch immer, so wirklich riesengroße Zecken gefunden habt, das waren immer Weibchen. Und auf genau diese riesengroßen, die möglichst schon besonders vollgesogen sind, da stehen dann die Männer drauf und paaren sich mit genau sowas, weil man da ja sehen kann, oh, die hat schon ganz viel Blut, das braucht sie nämlich zur Eierproduktion und zur eigenen Ernährung. Und kann dementsprechend viele Eier auch produzieren. Die Anzahl der produzierbaren Eier, also oder reproduzierbaren Eier, wenn man so möchte, hängt nämlich davon ab, wie viel Blut die Zecke eben verfügbar hat. Und da versucht sie halt eben möglichst viel zu bekommen. So, Jagdstrategie der Zecke funktioniert folgendermaßen, dass die auf einen, zum Beispiel Grashalm, hier haben wir gerade einen, draufklettert. Meistens sind es grüne Pflanzen, also in den allermeisten Fällen grüne Pflanzen, sowas hier ist nämlich zum Beispiel vergleichsweise harmlos, hängt sich da ans oberste Eck vom besagten Grashalm mit den Hinterbeinen, klammert sie sich fest und streckt die beiden Vorderbeine, also von den achten, nach vorne weg und kann durch, ich glaube, an den Vorderbeinen befindliche Organe, ich habe gerade vergessen, wie die heißen, ist auch, glaube ich, ist nicht so wahnsinnig wichtig, ist nur Klugscheißerwissen, feststellen, ob da sich in der Nähe irgendwo ein warmblütiges, größeres Säugetier befindet. Unter anderem ortet sie das an chemischen Signalen, also Schweiß im Prinzip. Oder andere Duftstoffe, wenn die Tiere halt eben entsprechende Duftdrüsen haben. Das ist ja bei fast jedem Tier der Fall, außer bei uns. Gut. Jedenfalls, so ein Zeug kann die Zecke wahrnehmen durch ihre beiden Organe, also das ist beides das gleiche, davon hat sie halt eben nur 2. Und primär, das wird wahrscheinlich so das Hauptding sein, mit dem die mitkriegt, ob da jetzt jemand kommt oder nicht und sie sich gerade bereit machen muss, auf den sich zu stürzen, was sie übrigens nicht kann. Sie kann sich bloß festhalten, wenn derjenige sich wirklich an ihr vorbei bewegt. Also da muss ein Kontakt da sein, die Zecke springt nicht auf ihr Opfer. Das gibt es auch, es gibt Springzecken. Aber das tut unsere nicht. Ja, und das kann sie jedenfalls anhand des CO2-Ausstoßes desjenigen, den sie da beglücken mit ihrer Anwesenheit will.
tolles Deutsch. Aber anhand dessen CO2-Ausstoßes kann sie merken, okay, der ist noch so und so weit weg und ich muss mich jetzt bereit machen, da anzudocken und wahrscheinlich kommt er bei mir vorbei. Wie das genau funktioniert, weiß kein Mensch. Dieses Organ kann auch noch diverse andere Sachen wahrnehmen. Das ist ein ziemliches tolles Teil eigentlich. Abgesehen davon, dass es für uns natürlich nicht gut ist, aber im Prinzip sehr faszinierend. Also diese Zecke ist eigentlich schon ein krass interessantes Tier, wenn man bedenkt, dass sie ist halt extrem unsympathisch. Ich mag die Dinger auch nicht, ganz bestimmt nicht. Aber im Prinzip ist die eigentlich schon spannend. Gut, das zur Lebensweise der Zecke. Wenn die dann jedenfalls bei einem angekommen ist, passiert Folgendes. Sie krabbelt eine Weile auf einem rum, durchschnittlich allerdings nur eine Stunde. Also da gibt es so Vermutungen, dass das dann irgendwie 6, 7, 8, 9 Stunden dauern kann. Durchschnittlich ist es tatsächlich nur eine Stunde, was die auf einem rumkrabbelt. Und dann hat sie irgendwas gefunden, was von der Körperpartie her 2 wesentliche Kriterien erfüllt, nämlich schönes, feuchtes Klima, das ist für die Zecke gut, damit sie nicht austrocknet. Und zweitens dünne Haut. Das ist meistens dann auch ein und derselbe Bereich. Wo wir dünne Haut haben, haben wir auch vergleichsweise feuchtes Klima. So klassische Bereiche, wo die Zecke gerne mal hängt, ist eben tatsächlich im Genitalbereich, Leistengegend, unter den Achselhöhlen, in der Kniekehle. Unter den Achselhöhlen mag sie im Prinzip sehr gerne, aber da kommt sie halt nicht so oft hin, weil das relativ weit oben ist. Das hängt halt eben davon ab, dass beim Bushcrafter kommt das häufiger vor, weil der halt im Grünzeug auch mal drin liegt. Otto-Normalverbraucher geht ja nur durch. Meine persönliche Statistik von Zeckenbissen ist tatsächlich eben so, ja, unterm Gürtel lustigerweise, weil ich meinen Gürtel gerne sehr stramm trage und dann entsteht unterm Gürtel eben so ein günstiges Mikroklima für die Zecke. Also das erste, was ich absuche, ist unterm Gürtel. Wenn ihr auch gerne Gürtel und gerne den relativ fest tragt, könnt ihr das ja auch mal versuchen. Dann meistens wirklich irgendwo halt eben unter der Unterhose, so in dem Bereich, ganz grob. Da sitzt sie tatsächlich eben recht gerne. Das ist mitunter etwas unpraktisch, vorsichtig ausgedrückt. Ich hatte sie aber auch schon in Ellbeuge, Kniekehle eben, dann irgendwo am Oberschenkel. Also jetzt gar keine so spezielle Stelle, wo man denken würde, da gehört die unbedingt hin. Das könnte auch damit zusammenhängen, dass da dann halt eben einfach dieser Gummizug unten an der Unterhose, ach Gott, das muss ich jetzt alles hier noch detailliert erklären, aber wo ihr einen Gummizug an euren Klamotten habt, unter diesem Gummizug, sofern der eng anliegt, ist so ein typisches Zecken-Eldorado. Also das ist vor allen Dingen bei mir halt eben, sitzen sie fast immer da. Tatsächlich ist es so, dass sie ganz selten am Rücken zu finden sind. Das liegt einfach daran, dass die Zecke den Rücken nicht mag, insbesondere unseren Männerrücken nicht, weil der hat einfach eine viel zu dicke Haut. Da kommt die gar nicht durch. Wenn ihr also Angst habt, oh Gott, ich könnte eine Zecke am Rücken haben und kommt da nicht dran, kann mir die nicht selber entfernen, ihr werdet keine Zecke am Rücken haben. Das kommt so selten vor. Und wenn doch, dann ist es mehr so seitlich. Gerade da so am Hüftspeck oder so, weil an diesem Speck, da gibt es dann logischerweise auch irgendwelche leichten Speckfalten und in diesen, da wohnt dann die Zecke ganz gerne. Habe ich auch schon erlebt. Ist traurig, wenn einem klar wird, dass das funktioniert. Man wird halt nicht jünger. So, wie dem auch sei, das sind so die typischen Orte, wo man dann so eine Zecke findet. Da findet man sie halt eben nach etwa einer Stunde. Eine Zecke bewegt sich doch tatsächlich mit bis zu 3,5 Metern pro Stunde fort, ich glaube, oder sogar teilweise sogar noch mal ein bisschen schneller. Also so langsam sind die dann jetzt nun auch wieder nicht, dass man jetzt glauben könnte, oh, die braucht da Tage, bis sie da angekommen ist, wo sie hin will. Also in einer halben Stunde hat sie einen einmal durchquert, wenn sie das dann will. Beziehungsweise, naja, mit den ganzen Kurven, die sie einlegen muss, um den entsprechenden Körperrundungen oder Kantungen in unserem Fall, wir sind ja Männer, wir sind ja kantig und nicht rund, auszuweichen, braucht sie dann wieder halt ein bisschen länger. Gut, dann hat sich also die Zecke da ein Plätzchen gesucht und schneidet da mit ihren Mundwerkzeugen die Haut ein und da in dieses dann dadurch entstandene Loch steckt sie dann ihren Saugrüssel, der hat eben auch eben diese besagten Widerhaken und hängt dann da erstmal rum und bereitet sich dann quasi darauf vor, den Saugvorgang, also den eigentlichen Nahrungsaufnahmevorgang, beziehungsweise ja, Nahrung für die Eier dann gegebenenfalls,
diesen Vorgang zu starten. Darauf bereitet sie sich vor, aber sobald sie diesen Stich durchgeführt hat, gibt sie in die Wunde auch entzündungshemmende, juckreizstillende, schmerzstillende Substanzen ab, damit wir eben nicht bemerken, dass die Zecke da hängt. Nichtsdestotrotz braucht sie dann noch irgendwas zwischen meistens 8 bis 24 Stunden, bis sie mit dem eigentlichen Saugvorgang anfangen kann. Warum, das habe ich jetzt nicht rausgefunden. Das weiß man vielleicht, aber ist das so wichtig? Keine Ahnung. Da hängt sie jedenfalls noch eine Weile rum, bis sie dann damit loslegt. Und erst beim eigentlichen Nahrungsaufnahmevorgang steigt das Infektionsrisiko dann allerdings tatsächlich so ungefähr stündlich stark an. Wenn man sie also innerhalb von 8 Stunden bis 24 Stunden entfernt, hat man eine relativ gute Chance, dass er noch gar nicht angefangen hat, großartig Blut zu saugen, weil nämlich das, was einen dann infiziert mit den Krankheitserregern, ist nämlich nicht eben dieser entzündungshemmende Zeckenspeichel, der auch das Blut verdünnt und die Saugerei einfach vorbereitet, der ist tatsächlich gar nicht so schlimm, weil der kommt aus einer speziellen Drüse. Der Mageninhalt in dem Sinne ist auch nicht schlimm, was man ja oft gedacht hat, dass das einfach dann quasi die Zecke das Zeug einfach so im Magen hat und wenn man dann quasi auf die Zecke drückt beim Zecke rausholen, drückt man sich den Mageninhalt in die Wunde und ist dann erst recht infiziert. Das kann man wissenschaftlich tatsächlich auch nicht nachweisen. Man geht jetzt aktuell wohl scheinbar davon aus, dass das infektiöse Zeug in dem Wasserlösung drin ist, die die Zecke dann wieder in die Wunde ausspuckt, weil sie das Blut, was sie gesaugt hat, dehydriert. Einfach damit das Blut dann weniger Volumen hat und sie insgesamt mehr Bluttrockenmasse quasi in sich deponieren kann, gibt es ja das überschüssige Wasser, dann aus irgendwelchen Gründen kombiniert mit den Krankheitserregern wieder in die Wunde hinein ab. Und deshalb steigt das Infektionsrisiko eben erst bei dem eigentlichen Nahrungsaufnahme, weil da halt eben erst diese Rückführung von Wasser in die Wunde erfolgt. So ist es so meines Wissens der aktuelle Stand der Zeckenforschung. Ganz genau weiß man es nicht, aber Fakt ist tatsächlich, dass man 8 bis 24 Stunden Zeit hat, bevor da nennenswert was passiert. Gilt für Borreliose übrigens, FSME, das kann theoretisch auch viel schneller gehen, muss aber nicht. Kann, muss nicht. Gut, und damit sind wir dann auch bei den beiden Krankheiten, die die Zecke übertragen kann, nämlich Borreliose und FSME. Ich habe schon wieder vergessen, was FSME ausgeschrieben heißt. Googelt es einfach, dann werdet ihr es rausfinden. Vielleicht schreibe ich es euch hier unten auch hin. Ich bin mir noch nicht sicher. Borreliose erstmal, das ist ein Bakterium, das setzt sich dann irgendwie mal so in die Muskeln und in die Leber und macht schlimme Dinge. Symptome ziemlich böse, kann tödlich enden, hat aber den Vorteil, dass man jedes Bakterium mit Antibiotika umbringen kann. Borreliose ist also vergleichsweise, wenn es rechtzeitig erkannt wird, inzwischen relativ einfach zu behandeln und ist dann auch gut heilbar. Das Doofe ist nur, dass man halt eben wissen muss, okay, ich bin vor XY Wochen von Zecke gebissen worden und möglicherweise, Herr Arzt, könnte das, was ich habe, aber auch einfach Borreliose sein. Also wichtig, da müsst ihr, wenn ihr viel von Zecken gebissen werdet, gestochen oder gesaugt oder was auch immer, immer dran denken, wenn ihr irgendeine x-beliebige Krankheit habt, dem Arzt auch immer sagen, potenziell könnte das jetzt auch Borreliose sein. Weil wenn es ausbricht, dann muss man es auch wirklich innerhalb von kürzester Zeit als Borreliose identifizieren und dann entsprechend Antibiotika fressen. Der Nachweis von einer Borreliose ist ein bisschen schwierig, weil die Antikörper dazu, die hat man schon so quasi entweder immer im Blut oder erst ganz spät oder irgendwie sonst wie. Und daher kann man wirklich ganz spät auch überhaupt erst an den Symptomen wirklich erkennen, ob man denn jetzt nun Borreliose-Bakterien abbekommen hat, also in einem Level, dass es gefährlich ist, oder eben nicht. Man kann dann auf Verdacht Antibiotika fressen. Das kann man bei seinem Arzt natürlich verlangen, wenn man wirklich entsprechend Angst vor Zecken hat, dass man Verdachtsantibiotika bekommt. Das hilft dann wahrscheinlich auch, wobei man auch wieder nicht keine Möglichkeit hat zu kontrollieren, ob die Antibiotika jetzt angeschlagen haben oder nicht und ob einem das jetzt wirklich geholfen hat und entsprechend die Borreliose jetzt geheilt ist oder ob die noch da ist.
oder eben man hatte überhaupt keine und hat die Antibiotika umsonst gefressen. Deshalb ist das so ziemlich schwierig. Das ist so einer der großen Punkte, die, glaube ich, auch die Angst vor Borreliose und anderen von Zecken übertragbaren Krankheiten nochmal erhöhen. Tatsächlich ist es aber auch so, dass es an Borreliose kaum Tote gibt. Also selbst wenn jemand erkrankt, das ist ganz, ganz selten, dass da dann mal einer stirbt. Von daher ist das Risiko, dass man daran zugrunde geht, dass man es bekommt, ist das Risiko, das kann ich auch eigentlich an dieser Stelle jetzt mal sagen, liegt bei pro Zeckenstich zwischen 0,4 und ich glaube ca. 1,3%, dass man Borreliose bekommt. Rein statistisch. Ja, ist also jetzt nicht so wahrscheinlich und dass man daran stirbt, das ist super, 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 super unwahrscheinlich. Vom Blitz getroffen werden ist mal wieder wahrscheinlicher. Gut, dann FSME. Das möchte ich jetzt relativ kurz abhandeln. Das ist ein Virus. Wenn man es hat, ist man am Arsch. Kann man nichts mehr tun. Nur noch die Symptome ein bisschen bekämpfen und geht dann entweder ein oder übersteht's. Aber das kann der Arzt nicht beeinflussen. Da kann man wirklich kaum noch was behandeln. Aber man kann sich impfen. Jeder, der regelmäßig im Wald ist, sollte das tun. Auch wenn er nicht unbedingt im super, super Risikogebiet wohnt. Höchstens er wohnt da, wo wirklich überhaupt kein Risikogebiet ist. Dann kann man sich das mit der Impferei sparen. Alle anderen, würde ich sagen, sollte man auf jeden Fall machen. Schaden tut's nichts, in der Regel. Kosten tut's jetzt in der Regel auch nichts, was die Krankenkasse in der Regel übernimmt. Und demzufolge spricht eigentlich nichts dagegen, sich gegen Borreliose zu impfen. Gegen FSME natürlich. Gegen Borreliose kann man sich nicht impfen, das ist ein Bakterium. Man kann sich nur gegen Viren impfen. Ja, bei FSME, selbst wenn man nicht geimpft ist, ist die Chance, dass man daran wirklich erkrankt, beziehungsweise daran erkrankt plus die Krankheit einen schweren Verlauf nimmt. Denn das gibt es nämlich auch nochmal. Nur weil man FSME hat, heißt das nicht, dass man dann gleich schwer krank wird und wirklich diese Hirnhautentzündung bekommt, sondern es kann auch einfach als stinknormale Grippe ablaufen. Also fühlt sich so an wie stinknormale Grippe und heilt genauso wie eine stinknormale Grippe auch wieder aus. Das ist in den allermeisten Fällen so. Deshalb die Chance, dass man wirklich eine schlimme FSME-Erkrankung bekommt, ist ganz, ganz, ganz gering und liegt irgendwo bei 0,3% maximal pro Zeckenstich. Bilde ich mir ein. Könnte ein bisschen höher sein, aber das ist jedenfalls wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich. Und wie gesagt, wenn man sich dagegen impft, dann ist es eigentlich unmöglich, dass man da an FSME erkrankt. Gut, das ist also eigentlich das kleinere Problem. Ist zwar sehr tödlich, aber man kann sich halt eben impfen und dann ist es gar nicht mehr tödlich, in Anführungszeichen. Also das wird ein bisschen überdramatisiert. Wenn man gegen Zecke geimpft ist, ist FSME tatsächlich eigentlich kein Thema mehr. Wir wurden also jetzt von einer Zecke gestochen. Jetzt hängt es eben davon ab, A, hatte diese Zecke Borreliose-Bakterien intus? B, hat die Zecke lange genug an einem rumgesaugt, um überhaupt ihre Borreliose-Bakterien an uns abzugeben? C, wie sieht es mit unserem Immunsystem aus? Hat unser Immunsystem die Borreliose-Bakterien gleich niedergemacht, als sie angekommen sind, oder hat es versagt und die breiten sich jetzt unkontrolliert aus? Also sprich, es ist durchaus noch mehr als nur der Faktor, dass jede dritte bis jede zweite Zecke mit Borreliose-Bakterien infiziert ist. Spielt vielmehr noch die Rolle, wie früh man die eben entfernt. Und nur weil man Borreliose-Bakterien abbekommen hat, erkrankt man nicht automatisch. Das ist so mein Hauptkritikpunkt an der Zeckendiskussion, dass das immer so dargestellt wird. Jede zweite Zecke hat Borreliose. Nein, ich habe eine Zecke. Oh Gott, ich habe 50% Chance, um zu sterben, wenn mich eine Zecke gestochen hat. Stimmt nämlich eben nicht. Wenn man all diese Faktoren zusammenrechnet, ist die Chance, dass man wirklich an Borreliose erkrankt, dass es auch richtig ausbricht, eben nur 0,4 bis 1,4%. So irgendwo in dem Bereich. Bei empfindlichen Leuten höher, bei weniger empfindlichen Leuten niedriger. Ich darf mich wahrscheinlich zu den Letzteren zählen. Wenn ihr wisst, dass ihr nie krank seid, dann habt ihr ein gutes Immunsystem. Das hilft dann wahrscheinlich auch gegen Borreliose-Bakterien. Muss aber nicht unbedingt. Und das Risiko sollte man vielleicht nicht unbedingt eingehen, dass man sich jetzt besonders viele Zecken absichtlich holt. Aber je nachdem ist das Risiko schon individuell unterschiedlich. Es hängt wirklich von der persönlichen Immunsystemstärke irgendwo ein bisschen ab, wie wahrscheinlich es ist, dass man sich mit sowas infiziert. Auch wenn man ein super tolles Immunsystem hat, kann man es natürlich trotzdem, aber es hilft. So, jetzt haben wir also eine Zecke.
Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, wo wir die Zecke haben können. Entweder wir haben die Zecke da, wo wir sie sehen und entsprechend auch selbst entfernen können, oder wir haben die Zecke nicht da, wo wir sie sehen und dementsprechend in der Regel auch nicht selbst entfernen können. Gehen wir mal davon aus, dass wir die Zecke sehen. Dann ist es natürlich sinnvoll, wenn man jetzt irgendeine super ultimative Zeckenzange, Zeckenschlinge, Zeckenkarte, Zecken was auch immer verwendet, um diese Zecke dann zu entfernen. Dann gibt es da diese leidige Frage, ob man jetzt nun eine Zecke drehend entfernt, schnell, langsam, gegen oder mit dem Uhrzeigersinn. Also ich halte das für völligen Schwachsinn. Die Dreherei, von mir aus, vielleicht hilft es, dann geht es halt ein bisschen leichter raus. Aber ich hatte auch noch nie Probleme, eine Zecke ohne Drehen rauszubekommen. Von daher weiß ich nicht, wozu das gut sein soll. Ich drehe da nicht dran rum, weil ich habe mal irgendwo gelesen, das ist so ein bisschen mein Motto, was das Zeckenentfernen angeht, Zecken haben kein Gewinde. Demzufolge drehen halte ich für Schwachsinn. Ich ziehe die gerade raus, dann ziehe ich sie so mittelmäßig schnell raus. Es gibt ja sogar so komische Anleitungen, dass man die so langsam rausruckeln soll. Dann gibt es die Variante, dass man sie bis zu eine Minute quasi ein bisschen aus der Haut ganz so unter Druck quasi ziehen soll, bis sie von selber loslässt und so alle möglichen komischen, was weiß ich was für Anwendungen. Ich habe da einfach schon zu viele Zecken für gehabt und bin immer damit gut gefahren. Sobald ich die Zecke entdecke, ziehe ich die Zecke auch raus und das ohne Zeckenzange, ohne Zeckenkarte, ohne Zeckenschlinge, ohne sonst was, sondern einfach per Hand. Das habe ich am Kater geübt, das habe ich an mir geübt und das kann ich mittlerweile so gut, dass ich dem einfach keine Gedanken mehr mache und das halt einfach so tue. Die Methode hat den Nachteil, dass ein gewisses Risiko besteht, dass man der Zecke auf den Hinterleib drückt. Was mir ganz, 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 ganz selten auch schon mal so ein ganz kleines bisschen passiert ist, zumindest bilde ich es mir ein. Aber jetzt kommt das Argument dann, dass man ja den Mageninhalt der Zecke in die Wunde drückt und dadurch das Infektionsrisiko wieder erhöht. Das kann aber keine Studie nachweisen. Man hat das mal ausprobiert. Man hat bei Mäusen oder Ratten, ich weiß nicht mehr welches, Zeckeninhalt in die Wunde ausgedrückt beim Entfernen der Zecke. Oder es eben entsprechend nicht getan und beide Kontrollgruppen haben genau die gleiche Infektionsrate gehabt. Es spielt also scheinbar wirklich keine Rolle, also zumindest von dieser einen Studie her. Ich glaube, das ist erst eine gewesen, was da sowas untersucht hat. Ja. Mir ist irgendwie wichtig, wenn ich eine Zecke habe, dann will ich die sofort loshaben. Dann will ich nicht erst ins Bad rennen und meine Zeckenzange holen, nicht erst zum Ausrüstungsschrank rennen und meine Zeckenzange holen. Wenn ich in irgendeiner Notsituation bin, habe ich sowieso keine Zeckenzange dabei. Klar kann man sich in seine Überlebensausrüstung noch irgendeine Zeckenzange oder was auch immer reinpacken, aber also da gibt es meiner Meinung nach extrem viel Wichtigeres, was man dabei haben sollte als eine Zeckenzange. Daher, ich mache das so, ich will das niemandem empfehlen. Und auch nicht sagen, das sollt ihr jetzt alle so machen. Wirklich nicht, überhaupt nicht. Nehmt ruhig eure Zeckenzangen, Zeckenschlingen oder sonst was. Ich will das Thema Zecke einfach nicht überdramatisieren. Ich will es auch nicht unterdramatisieren, wenn das Risiko an Borreliose pro Zeckenstich zu erkranken bei 1% liegt. 1% ist auch 1%. Das ist zwar dann sehr unwahrscheinlich, aber so super unwahrscheinlich dann nun auch wieder nicht. Wenn man beim Lotto eine Gewinnchance von 1% auf die 6 richtigen hätte, würde ich sogar Lotto spielen. Also von daher, man sollte das Risiko bei den Zecken schon nicht unterschätzen und schon alles Mögliche versuchen, um eben nicht von der Zecke länger als 8 Stunden angesaugt gewesen zu sein. Aber ja, überdramatisieren will ich es auch nicht. Und die Entfernungsmethode der Zecke, ach Gott. Wer übrigens auf ganz Nummer sicher gehen möchte, dass man den Inhalt der Zecke nicht in die Wunde drückt, ist die aller sicherste Methode, um das zu vermeiden, einfach den Kopf der Zecke abzuschneiden. Weil, anders als was viele Leute glauben, oh Gott, der Kopf ist stecken geblieben, jetzt muss ich sterben. Das ist scheißegal, ob der Kopf stecken geblieben ist oder nicht. Der wird dann irgendwann von der Haut selber wieder rausgeschmissen, quasi mit der äußersten Hautschicht abgeworfen. Das kann bis zu 2 Wochen dauern, wenn es dumm läuft. Das juckt dann vielleicht ein bisschen mehr und man sollte sich dann halt ein bisschen am Riemen reißen, dass man sich dann nicht die ganze Zeit kratzt wie blöde und die ganze Wunde aufkratzt. Wobei, wenn man das tut, dann ist der Zeckenkopf auch draußen. Also von daher, das ist im Prinzip wirklich völlig egal, da muss man halt ein ganz kleines bisschen
leiden, wenn man es so nennen möchte, wenn der Kopf halt stecken geblieben ist. Aber ja, geht auch. Also das ist auf jeden Fall die, wenn man keine Zeckenzange hat und es nicht von Hand rausziehen will, das Vieh, dann ist das die Methode der Wahl. Scharfes Messer, zack, einfach ab. Gut, so viel zum Zecken entfernen. Das ist ja eine ganze philosophische Diskussion geworden inzwischen, was da die beste Methode ist. Mir doch egal. dann nochmal, was tut man denn, um zu vermeiden, von der Zecke gestochen zu werden? Erstens, gar nicht erst durch irgendwelches hohes Grünzeug laufen, nach Möglichkeit. Ab Frühling nicht durch hohes Grünzeug laufen. Ist schon mal Sicherheitsfaktor Nummer 1. Wenn man das einfach vermeidet, dann kann man auch keine Zecke haben. Natürlich gilt in gleichem Maße auch nicht in irgendwelches hohes Grünzeug reinliegen oder sonst was. Wenn man sich also ein entsprechendes Bett aus Farn oder ähnlichem baut, Farn ist so das Zecken-Eldorado Nummer 1, dann kann man sich auch, braucht man sich auch nicht wundern, wenn man am nächsten Morgen 17 Zecken hat. Heißt, rechtzeitig absuchen bzw. den Farn dann mit irgendwelchem Antizeckenzeug einsprühen, sich selber mit irgendwelchem Antizeckenzeug einsprühen. Ich mache das eigentlich selten. Ich vermeide einfach durch Zecken Eldorados durchzulaufen und habe mich damit nichts großartig eingesprüht. Und wenn ich durch sowas durchgelaufen bin, dann Beine abklopfen oder halt eben noch den Bereich abklopfen, der eben mit diesem Zeug in Kontakt gekommen sein könnte. Wenn das super hohes Zeug ist, was einem bis kurz unter den Hals geht, dann muss man entsprechend mehr abklopfen. Abklopfen meint nicht einfach nur hier diesen machen, sondern auch gucken, was man halt sehen kann, anschauen und schauen, ob da die Viecher auf einem rumkrabbeln. Wird in der Regel der Fall sein. Nächster Schritt, wenn man im Wald war, dann sollte man auf jeden Fall, ob man jetzt die Gewohnheit hat, morgens oder abends zu duschen, ist scheißegal, abends duschen gehen und sich beim Duschen dann halt nochmal gründlich absuchen. Stellen, die man nicht sehen kann, da sitzt in der Regel auch nicht die Zecke. Es ist super, super, super unwahrscheinlich, dass das wirklich mal der Fall ist. Und wenn doch, kann man die erfühlen, wenn man dann nämlich also den typischen Mückenstichhubbel hat. Und in diesem Hubbel sitzt halt was, was man so ganz leicht, da braucht man auch entsprechendes Fingerspitzengefühl. Also wer da Hardcore-Handwerkerpfoten hat, kann das vielleicht nicht. Das weiß ich nicht, ich habe Akademikerhände, da geht das schon. und kann dann halt schon spüren, ob da jetzt eine Zecke sitzt oder nicht. Wenn man das ein paar Mal gehabt hat, dann merkt man das sehr, sehr gut. Und jetzt kommt nochmal der Vorteil übrigens, den einen Vorteil hat sie, nämlich meine mit der Hand rausziehen Methode. Man kann Zecken auch da entfernen, wo man sie nicht sieht, weil man sie nämlich spürt und dann einfach wirklich, wenn man da eine gewisse Übung hat, auch ohne das Viech zu sehen, wirklich mit der Hand greifen und entfernen kann. Habe ich schon häufiger gemacht, funktioniert bei mir jetzt persönlich eigentlich super gut. Von daher, ja. Und im Übrigen finde ich nicht, dass die Anwesenheit von Zecken irgendein Grund ist, um nicht in den Wald zu gehen. Weil irgendein Tod muss man halt sterben. Und ja. Und das Schlusswort. Wegen mir, also ich finde nicht, dass die Zecke ein Grund ist, nicht in den Wald zu gehen. Natürlich, die Viecher sind nicht schön und die Viecher sind ein gewisser Risikofaktor. Wahrscheinlich der gefährlichste von allem, was wir im Wald haben, was da so gefährlich ist. Also von Tieren. Weder Wildschwein noch Wolf sind gefährlicher als die Zecke, wenn man sich die entsprechende Statistik anschaut, die da besagt, was da an Zeckenkrankheiten im Jahr so stirbt. Das ist weit mehr als die Leute, die auch nur irgendwie mit Wildschwein in Kontakt kamen und weit mehr als Leute, die überhaupt nur mal einen Wolf gesehen haben in Deutschland. Aber nichtsdestotrotz ist es immer noch weit weniger als Leute, die zum Beispiel vom Blitz getroffen werden. Obwohl, gut, ich bin mir nicht sicher, ob das mit dem Blitz stimmt, aber die Zahl ist niedriger, als ihr glaubt. Ich glaube, das sind so 400, roundabout 400 Fälle im Jahr. Und das auf, was weiß ich, wie viele Millionen Deutsche gerechnet, das ist dann immer noch eine super geringe Chance. Wobei man halt aber auch sagen muss, das sind ja nur quasi gemessen an Gesamtanteil der Deutschen. Wir haben reichlich Leute in Deutschland, die noch nie von einer Zecke gestochen worden sind, obwohl sie auch schon alt sind, weil sie einfach nie in den Wald gehen. Und die machen natürlich die Zecke kaputt, die Statistik kaputt. Während so jemand wie ich, der schon 50 Zeckenstiche oder sowas hatte, macht die Statistik auch kaputt, in die andere Richtung. Also die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Klar, Zecke ist tatsächlich ein Risikofaktor und das gefährlichste Tier, das wir haben. In Deutschland ist meiner Meinung nach wirklich so. Und
Man sollte wissen, was man tut, wenn man von der Zecke gebissen wird, beziehungsweise wissen, dass man sich dann schnell immer absucht, nachdem man aus dem Wald wieder heimkommt, und wissen, wie man so eine Zecke dann zügig und fachgerecht wieder entfernt. Wobei das fachgerecht eben nicht so wichtig ist. Wichtig ist zügig. Und ich habe Besuch von einem Specht. Und damit machen wir Schluss für heute. Wünsche ich euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.